Thank you.
Thank you.
Ihnen alle ganz herzlich willkommen zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Ich bin sehr erstaunt, überrascht, dankbar, was in diesem letzten Jahr alles passiert ist. Wir sind sicher alle überrascht, wie schnell die Zeit wieder rangekommen ist. Ich wünsche uns heute ein paar besinnliche Stunden. Ich danke allen denen ausdrücklich nochmal, die dazu beigetragen haben, dass wir es heute so schön haben. Und Sie haben sicher bemerkt, natürlich ist der Weihnachtsbaum ein anderer als letztes Jahr. Er wandert ja nachher wieder nicht in die Kirche. Und Sie haben bemerkt, dass das Bühnenbild etwas anders aussieht als letztes Jahr. Lassen Sie sich überraschen, wenn nachher dann auch auf der Bühne gespielt wird. Nachher wird das Kaffeetrinken angesagt, aber ich sage schon mal, es wird einer von den Berufsschülerinnen und Berufsschülern nochmal auf den Basar hinweisen, während der Kaffeezeit 15.20 bis 16 Uhr circa wird auch die Möglichkeit sein, etwas vom Basar zu erwerben. Es ist eine kleine Geschichte, Sie alle kennen Maria durch ein Dornwald. Und da gibt es eine kleine Geschichte, die ich sehr schön finde und die ich gerne mit Ihnen teilen will. Auf ihrem Weg nach Bethlehem mussten Maria und Josef auch einen Wald durchqueren. Trocken und starr ragten die dürren Stämme empor. Dazwischen aber wucherten hart und knochig Büsche, die statt der Blätter nur lange, spitze Dornen trugen. Diese reckten sich den Wanderern entgegen, rissen an den Kleidern und vor allem dem Eselchen, das sich nicht so dünn machen konnte wie die Menschen, erging es recht schlecht. Die Dornen fuhren ihm immer wieder in sein armes Fell, dass er schließlich gar nicht mehr weitergehen konnte. Da half auch alles Bitten und Schelten nichts. Das Eselchen stand wie angewurzelt und schrie nur jämmerlich, "Ia!" Als Josef ist mit seinem Wand. Nachdem Sie sich jetzt auch leiblich gestärkt haben, gibt es jetzt immer mehr Nahrung für die Seele. Wir hören jetzt drei Lieder zur Weihnacht von unserem Chor. Herzlich willkommen. Thank you.
bringt jetzt ein paar Frauen eine handwerkliche Geschichte.